Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Drei Arbeitskollegen machen einen gemeinsamen Herrenabend. Sie ziehen durch die Kneipen der Stadt und landen zu später Stunde noch im Eros Center. Da es schon nach zwei ist, ist auch nicht mehr viel los und die Damen des horizontalen Gewerbes sitzen gelangweilt am Tisch vor ihren Zimmern und spielen Skat. Als sie die drei Fashion-Männer entdecken, werden diese mit lautem Hallo begrüßt und die Prostituierten schlagen vor: Es ist schon spät und verdient haben wir für heute eigentlich auch schon genug. Wie wäre es denn mit einer Runde Skat? Jeder von euch Süßen spielt mit uns und wenn er gewinnt, bekommt er Sex satt und völlig umsonst. Sollte er allerdings verlieren, dann muss er uns lecken. Die drei Männer sind von der Idee total begeistert und der erste sagt: Okay, ich mache den Anfang, und verschwindet mit zwei von den Ladies im Zimmer. Nach einer Dreiviertelstunde kommt er strahlend heraus und flüstert stolz: Na los, der Nächste kann rein. Das wird ein leichtes Ding, die haben von Skat keine Ahnung. Und zwinkert dabei mit dem Auge. Also geht nun der Zweite in das Zimmer und nach einer Stunde kommt auch er wieder heraus und lacht sich kaputt. Er flüstert dem dritten Mann zu und meint: Also, nun du. Und Ralf hatte vollkommen recht, von Skat haben die absolut keine Ahnung. Also wagt nun auch der letzte der drei Männer den Gang in das Zimmer. Nach einer Stunde kommt er heraus, er sieht allerdings alles andere als glücklich aus, spuckt auf den Boden und meint: Pff, schlechtes Blatt gehabt. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.